Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Hallo bei den Cooking Stars im Petermax Showroom. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich zeige euch heute die Spezialitäten und Trends aus der amerikanischen Backstube. Bei mir geht es heute Erdnussbutter Brownies, Red Velvet Cupcakes und Banoffee Donuts. Ich finde, das klingt schon so lecker und ich würde sagen, wir legen los. Ich habe hier schon Butter und Zartbitterkonfitüre geschmolzen und das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Brownies, weil Butter und Schokolade darf dann natürlich nicht fehlen. Als nächstes habe ich hier auch schon die anderen Zutaten vorbereitet. Ich habe hier ungesüßtes Kakaopulver, Mehl, Backpulver, Eier, Kristallzucker, etwas Salz, etwas Vanille, Staubzucker, Erdnussbutter natürlich, wenn wir Erdnussbutter-Brownies brauchen, brauchen wir Erdnussbutter, etwas Butter nochmal und gesalzene Erdnüsse. Zuallererst gebe ich jetzt gleich mal die Erdnussbutter da in das kleine Töpfchen, damit die ein bisschen weicher wird. Da kommt jetzt auch die Butter dazu und Staubzucker natürlich. Das Ganze kann jetzt einfach mal, die Butter kann jetzt mal schmelzen, dann verbindet sich das Ganze und es wird eine cremige Konsistenz bekommen. Denn das kommt dann auf die Schokoladenbrownies oben drauf. Aber zuerst müssen wir mal den Teig machen. Und ich sehe gerade, die Kuvertüre mit der Butter ist schon geschmolzen, aber ein bisschen braucht es noch, dass sich das auch gut verbindet. Das kann man einfach am Wasserbad ganz gut machen. Da wird es auch nicht zu heiß, weil mit der Kuvertüre muss man eben aufpassen. Die darf ja nicht heißer als 50 Grad erhitzt werden. Deswegen ist ein Wasserbad immer sehr praktisch. Und dann mache ich jetzt einfach mal weiter mit den Eiern. Da werden jetzt die ganzen Eier verwendet. Da brauchen wir keinen Schnee, weil ein Brownie ist ja schön fest und kompakt. Und da verwenden wir einfach die ganzen Eier. Da brauchen wir keinen Schnee schlagen und keine Luft dazugeben. Dann gebe ich hier auch gleich die Aromaten dazu. Also Vanillezucker, Salz, eine Prise und Kristallzucker. Und das Ganze wird jetzt schaumig aufgeschlagen mit dem Handmixer. Ich muss immer einen Blick da auf die Butter lassen, aber das wird jetzt einfach langsam schön weich, wie es sein soll. Und jetzt mixe ich mal ein bisschen. Die Eier sind ja schon schön schaumig aufgeschlagen. Da kommen jetzt die trockenen Zutaten dazu, also das Mehl mit dem ungesüßten Kakaopulver und 2 Teelöffelchen Backpulver. Das darf nicht zu viel sein, weil ein Brownie soll wirklich speckig sein und schön saftig in der Mitte. Und da kommt auch noch ein bisschen Backpulver dazu. Das Ganze einfach nochmal verrühren. Schaue ich gleich mal zu der Kuvertüre mit der Butter. Das ist schon geschmolzen. Das riecht schon richtig schokoladig. Sehr gut. Und das kommt jetzt auch zu unserer Kakaomasse, wo schon der Kakao drinnen ist. Kommt jetzt noch die Schokolade dazu, damit es so richtig, ich kann es ja gar nicht beschreiben, so richtig herzhaft, saftig und schokoladig wird. Amerika ist ja bekannt für diese Spezialitäten, also Brownies und Cupcakes. Cakepops auch, alles bunt und süß und saftig und ich liebe sie einfach. Aber ich finde es vor allem schön, dass man sich da so von den verschiedenen Ländern einfach so viel abschauen kann, weil einfach jeder so seine Tradition hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute mache ich mal was Amerikanisches, damit das auch ein bisschen in unsere Küche einfließt. Das ist jetzt schon gut geschmolzen. Kommt jetzt einfach dazu. Und vor allem ist jetzt kein typischer Brownie, weil typisch wäre jetzt ohne Erdnussbutter. Aber ich mag Erdnüsse so gerne und das verleiht dem Ganzen auch nochmal so eine richtig nussige Note. Und ist einfach was anderes dann. Und ich mag das immer, wenn das ein bisschen einen eigenen Touch bekommt. Jetzt muss ich das da einfach alles unterrühren.
Und dann sieht man eh schon, es verbindet sich sehr gut. Und die Amerikaner verwenden ja sowieso sehr gerne Erdnussbutter, also sogar zum Frühstück aufs Brot. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal ausprobiert? Ich habe das schon mal gegessen mit Erdnussbutter, aber ich muss doch sagen, ich greife dann doch lieber zur normalen Butter. Also, aber das ist Geschmackssache. Nur in den Brownies, da weiß ich, dass es wirklich gut schmeckt. Also das passt wirklich hervorragend zusammen. Und der Zartbitterkuvertüre, oh, das glänzt so schön. Ah, ich liebe es. Ich freue mich immer so, wenn das so wird, wie ich mir das vorstelle. Richtig schön glänzend. Der wird gut saftig schmecken. Dann schaue ich gleich zu unserem Erdnussmus da drinnen. Das hat sich auch schon super verbunden. Ich brauche jetzt noch einen kleinen Schneebesen, damit sich das gut verbindet mit der Butter, dem Staubzucker. Weil das kommt dann oben drauf. Sehr gut. Teig ist fertig. Ich würde sagen, ab in die Form. Ich habe da schon eine Auflaufform. Man kann natürlich auch ein Backblech nehmen. Ich habe das jetzt einfach mit Backpapier ausgelegt. Oh, ist das schön. Die Schwester vom Brownie ist ja der Blondie. Der wird mit weißer Kuvertüre und Nüssen meistens hergestellt. Vielleicht mache ich den auch mal da in der Sendung. Aber ich habe mir gedacht, doch, Brownie, zarte der Schokolade, das ist schon was Feines. Wobei mir eigentlich alle Schokosorten schmecken. Ich bin absoluter Schokoliebhaber. Einfach locker verstreichen, in die Ecken hinein. Muss ich gleich mal kosten. Boah, das schmeckt gut. So, der ist da schon schön drinnen. Jetzt kommt das Erdnussmus oben drauf. Einfach locker drauf verteilen. Das muss da jetzt nicht ganz perfekt irgendwie drauf verstrichen sein oder irgendwie das Ganze bedecken, weil ich mache da jetzt gleich ein Marmormuster hinein. Ich finde das immer so schön, wenn das dann so marmoriert aussieht. Und mit diesem Erdnussmus hebt sich das ja dann doch ganz schön farblich auch ab von der dunklen Masse. Einfach da so durchfahren. Ich mache meistens so Ringelbewegungen. Einfach so ein bisschen durch. Fast wie beim Marmorkuchen, aber doch etwas anders. Marmorkuchen ist ja in der Kugelhupfform und wir machen hier einen in der Auflaufform oder halt auf einem Blech. Aber das sieht dann wunderschön aus. Und jetzt am Schluss kommen die gesalzenen Erdnüsse oben drüber. So, dass ich es rausbringe. Und einfach locker drauf verstreuen. Und mir ist es wichtig, dass es gesalzene Erdnüsse sind, weil das verleiht dem Ganzen nochmal so eine besondere Note. Also zum Beispiel gesalzenes Karamell ist ja auch, also die einen mögen es, die anderen mögen es nicht, aber ich mag es immer ganz gern, wenn das einfach ein bisschen anders schmeckt und interessanter schmeckt. Und mit den gesalzenen Erdnüssen passt das dann einfach wunderbar zusammen. Es ist eh süß, es ist der Zucker drinnen und Staubzucker auch noch, also Kristallzucker und Staubzucker. Und das alles zusammen mit der Salznote wird das super schmecken. So, fertig! Ab damit in den Ofen! Die Erdnussbutter-Brownies werden jetzt bei 160 Grad ca. 25 Minuten gebacken. Und während die da jetzt schön drinnen sind, lege ich los mit den Banoffee-Donuts. Ich habe da schon ein Donutblech. Das heißt, es wird heute nicht so fettig, weil wir nicht frittieren, sondern das im Ofen backen werden. Banoffee bedeutet ja Banane und Toffee. Also es ist jetzt kein super französischer, edler Name, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment denkt. Das ist der Sinn der Sache. Aber es schmeckt ja trotzdem gut. Also auch wenn das jetzt nur so eine Wortkombination ist, das hat ja keinen Einfluss. Und deswegen habe ich hier auch schon die Banane. Die Banane wird nämlich mit griechischem Joghurt zerkleinert. Da kommt der Zerkleinerer zum Einsatz. Kann man natürlich genauso gut auch mit dem Stabmixer machen. Ich mache es immer gern mit dem. Dann das griechische Joghurt dazu, damit sich das gut verbinden kann. Griechisches Joghurt ist ja auch ein bisschen fetter. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen vollmundiger vom Geschmack. Und das Ganze wird dann schon cremig werden. Wichtig ist, dass keine Stückchen mehr drin sind, weil die ganze Masse kommt dann in einen Dressierbeutel. Und dann ist es halt unpraktisch, wenn da Bananenstückchen drinnen sind, vor allem, weil das Blech ja auch nicht so groß ist. Aber so ein Zerkleinerer ist ja praktisch.
Der macht das dann schön fein und cremig. Das passt schon. Dann lege ich los mit den restlichen Zutaten. Ich habe hier schon Eier, Schokodrops, Butter, Dulce de Leche, aber da komme ich später noch dazu. Vanille, Pekannüsse kommen auch später noch und etwas Salz und Mehl natürlich. Das wird jetzt einfach schaumig gerührt. Das Ei mit der Butter und dem Zucker und den Aromaten. Und dann nehme ich auch braunen Zucker. Ich liebe braunen Zucker, vor allem in Kombination mit Banane. Das entwickelt auch nochmal so ein richtiges Karamellaroma. Und das wollen wir ja bei unseren Banoffee Donuts. So, die Vanille. Etwas Salz. So, wo habe ich die Quirlen versteckt? Ah ja. Füge ich die Butter hinzu. Die muss natürlich weich sein, damit sich das gut verbindet alles. Das Mehl kommt dazu. Und etwas Backpulver. Muss ich kurz in mein Rezept schielen, wie viel ich da brauche? Ein halber Teelöffel. So kleine Mengen merke ich mir dann doch nicht immer. Muss ich doch dann immer wieder aufs Rezept schauen. Ihr habt das Rezept ja unter dem Video, also ihr könnt einfach nachschauen. Da steht alles ganz genau aufgeschrieben dort. Jetzt kommt die Banane dazu. Im Endeffekt kommt eigentlich alles zusammen. Also jetzt keine große Kunst. Das geht relativ schnell. Solche Rezepte mag ich auch immer ganz gern, die man leicht und schnell nachmachen kann und nicht allzu kompliziert sind. Und das Ganze einfach vermischen. So. Am Schluss gebe ich die Schokodrops dazu. Das mache ich immer dann am Schluss, damit sich die nicht irgendwie mit dem Teig zu sehr verbinden und der Teig dann braun wird, weil ich möchte ja, dass man die Schokodrops sieht. Und die da ein Kontrast halt haben und nicht alles braun wird oder so. Man kennt das ja auch von den Heidelbeeren, wenn man einen Heidelbeerkuchen macht, darf man auch nicht so viel rühren mit den Heidelbeeren, sonst ist er ganz lila. Und so ähnlich mache ich das immer mit den Schokodrops. Also mehr braucht es auch gar nicht. Und bevor ich die jetzt in die Donutform fülle, pinsle ich die noch mit warmer geschmolzener Butter aus, damit wir die dann gut rauslösen können. Also ein bisschen. Obwohl es eher ein beschichtetes Blech ist, aber zur Sicherheit einfach, dass sie nicht kleben bleiben. Wer gerne mehrere Donuts macht oder Muffins, so wie mein Blech hier schon vorbereitet ist, dem würde ich wirklich empfehlen, sich so ein Blech zuzulegen, weil da hat man einfach viel mehr die Möglichkeit, die zu machen und es ist nicht so ein großer Aufwand. Und man kann die ganze Familie und alle Freunde damit versorgen. Deswegen lege ich mir da immer gleich ein ganzes Blech zu. Ist einfach einfacher zum Arbeiten. Jetzt wird der Teig in einen Dressiersack eingefüllt, damit wir das schön in die Form dressieren können. In dem Fall brauche ich jetzt auch keine Tülle. Da kann ich das einfach dann mit einem Messer oder mit einer Schere unten aufschneiden. Die Tülle verwende ich immer gerne, wenn ich wirklich etwas aufdressieren muss, also etwas, was wirklich eine schöne Form haben muss. Aber nachdem das ja noch backt, ist das jetzt nicht so tragisch. So, da hinein. Der sieht gut aus. So, und jetzt einfach schön hineinpressieren. Schön ausgefüllt sind die Mulden. Im Ofen gehen die natürlich auch auf. Ich habe ja Backpulver hineingegeben. Und deswegen darf man es auch nicht zu voll dressieren. Ich würde mal sagen, so ein bisschen über der Hälfte. Und ich muss ehrlich sagen, mir schmecken die gebackenen, also im Ofen gebackenen, so wie ich es jetzt mache, besser als die frittierten Donuts. Weil sie sind dann einfach nicht so deftig und sie werden schön flaumig. Ich meine, das sind die frittierten meistens auch, aber ja, mir persönlich schmecken die einfach besser. Aber das kann ja jeder für sich herausfinden und ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall. So.
sieht auch super aus, genau dieses Blech. Sie werden jetzt 10 bis 15 Minuten im Ofen fertig gebacken. Und jetzt geht es auch schon an den dritten Teig für heute, nämlich der Muffinteig für die Red Velvet Cupcakes. Hier habe ich schon Butter und Vanillezucker in der Schüssel. Und zuallererst wird jetzt die Butter mit dem Vanillezucker schaumig gerührt, etwas Salz dazu, eine Prise, gebe ich gleich dazu. Und danach kommt dann der Kristallzucker dazu, das Ei, das Kakaopulver, das Mehl und die Buttermilch. Aber am Schluss noch Natron und weißen Essig aufheben, weil das kommt jetzt ganz am Schluss dazu. Also das wird jetzt mal schaumig gerührt und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist etwas Zitronenabrieb. Das verleiht dem Ganzen eine frische Note. Und das passt dann sehr gut auch zu dem Frischkäse-Topping, was da oben drauf kommt. Die restlichen Zutaten dazu, Kakaopulver, Mehl und Buttermilch. Jetzt verrühre ich Essig mit Natron zusammen in ein kleines Schüssel. Das schäumt jetzt schön und jetzt kommt das Ganze da hinein. Ich verrühre es vorher noch ein bisschen. Und Natron und Essig kommt deswegen dazu, weil es den Kakao etwas aufhält. Und mit der roten Farbe, die da noch dazu kommt, haben wir dann ein schönes Ergebnis. Dann ist wirklich diesen roten Samtton erreicht. Aber das muss am Schluss dazu, damit das alles funktioniert. So, und warum der Red Velvet Cake Red Velvet Cake heißt, das erfahrt ihr jetzt. Die Geschichte von dem Red Velvet Cake spielt sich natürlich in Amerika ab. Das Thema der heutigen Folge. Und zwar in dem bekannten Hotel Waldorf of Astoria. Die haben in den 1920er Jahren den Red Velvet Cake quasi kreiert. Und das ist ein roter Samtkuchen. Und der ist so bekannt geworden. Und alle haben den geliebt, dass es sogar eine Backmischung dazu gab. Die hat Red Devil's Food Cake geheißen. Also das Ziel ist immer ein samtiger Rotton und ich verwende hier die Lebensmittelfarbe, damit wir einen schönen Ton erreichen. Jetzt habe ich schon einen wunderschönen roten Samtton erreicht, genauso wie es sein soll. Da unterstützt auch nochmal dieses Kakaopulver das Ganze und mit der roten Lebensmittelfarbe haben wir da wirklich eine schöne Farbe erreicht. Das Ganze wird jetzt einfach abgefüllt in einen Dressiersack und in Muffinförmchen gefüllt. Auch diese Muffins gehen natürlich auf, das heißt, wir dürfen das wieder nicht zu voll füllen. Ich sage immer, ein Dreiviertel ist ein ganz guter Maßstab. Das sollten ca. 10 Stück Muffins werden. Je nachdem auch, wie groß die Förmchen natürlich sind. So, und ab ins Rohr damit, ca. eine halbe Stunde. Und jetzt fehlt nur noch unsere Dulce de Leche und die Pekannüsse für unsere Donuts. Da gebe ich jetzt die Dulce de Leche in den Kessel. Das wird jetzt über dem Wasserbad erwärmt, damit das Ganze ein bisschen flüssiger wird. Dulce de Leche ist übrigens karamellisierte Milch. Also das wurde durch Zufall entdeckt. Da hat jemand einfach mal vergessen, die Milch mit dem Zucker am Ofen
und dann ist es so braun und karamellisiert geworden. Das ist der Milchzucker, der da drinnen karamellisiert. Und es schmeckt wirklich hervorragend karamellig. Genau so, wie wir es wollen für unsere Banoffee-Donuts. Dulce de leche ist bei den Südamerikanern gar nicht mehr wegzudenken. Das ist eine richtige Spezialität dort. Die verwenden das in der süßen Küche sehr, sehr gerne und ich auch. Als Brotaufstrich zum Beispiel kann man die auch sehr gut genießen. Ich habe es kürzlich, konnte ich nicht widerstehen, ein Semmel am Abend gegessen mit Butter und Dulce de leche und es hat einfach so gut geschmeckt. Ich bin halt eine Naschkatze. Aber sonst wäre ich ja nicht da, was ich jetzt gerade mache. Also so gesehen ergibt das ja Sinn. Die Dulce de leche schmilzt da jetzt vor sich hin. Ich röste noch die Pekannüsse fertig. Die Kuchen sind alle schon fertig und ich würde sagen, wir richten jetzt an, oder? Der wunderschöne marmorierte Brownie ist jetzt auch schon fertig. Der sieht einfach so, so gut aus, finde ich. Man sieht die Marmorierung genauso, wie ich das wollte. Und jetzt geht es auch schon an unsere Red Velvet Cupcakes. Ich habe hier schon ein Topping vorbereitet. Das besteht aus Frischkäse und Schlagobers und Vanillezucker. Und wie man das jetzt richtig aufdressiert, das erfährt ihr jetzt. Ich teile mir den Spritzbeutel immer ganz gerne in der Mitte ab, damit ich eine gute Kontrolle über die Fülle habe. Und wichtig ist, dass ihr den Spritzbeutel direkt über dem Cupcake hält, damit das Topping gerade wird. Das heißt, ich fange einfach an einer Seite an, drücke leicht, weiter nach oben, immer schön gerade halten und dann wegziehen. Und dann wird es ein wunderschönes, gerades Topping. Ist doch cool, oder? Wunderbar. Am Schluss kommt jetzt noch etwas von den Schokosplittern oben drauf, damit wir da auch ein bisschen einen Kontrast haben. Und geschmacklich natürlich macht das auch nochmal was her. Ich finde, die sehen so süß aus. Oh, ich liebe Cupcakes. Ich liebe Cupcakes. Und jetzt am Schluss kommen noch die Donuts. Die werden jetzt in die erwärmte Dulce de leche getunkt. Ganz leicht. Da kann man dann so ein bisschen schütteln. Die sehen so süß aus. Jetzt fehlen nur noch ein paar von den gerösteten Pekannüssen oben drauf. Da kann ich eigentlich gleich so die Finger rein. Die verleihen dem Ganzen auch nochmal einen richtig guten Crunch. Die passen hervorragend zu dem Banoffee-Thema. Also die Banane und das Toffee. Ach, sehen die nicht gut aus. Das war eine richtig schöne Folge. Es hat mir so Spaß gemacht. Ich liebe diese süßen Cupcakes. Red Velvet mit Kakao, Frischkäse-Topping, Schokosplitter. Ich habe hier den Erdnussbutter-Brownie mit Zartbitter-Schokolade und gesalzenen Erdnüssen oben drauf. Und Marmormuster. Und natürlich diese wunderbaren Banoffee-Donuts mit Banane, Schokolade und Karamell oben drauf. Also ich finde, das ist ein herrliches, ja, herrliche Gerichte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Und ich muss auch an den Posten natürlich. So gut. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität.